Es wird einiges von Ihnen gefordert. Und wer ist der Herausforderer? Das ist Herr Professor Dr. Peter Gross, ordentlicher Professor der Soziologie an der Universität St. Gallen. Dort ist er neben seiner Lehrtätigkeit auch an verschiedenen Instituten der Weiterbildung und Managementberatung aktiv. Herr Professor, die Bühne gehört Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich übrigens Schweizerdeutsch reden? Besser nicht. Ich bin zwar des Schweizerdeutschen mächtig, dadurch eine Sekretärin, die mich jetzt 10 Jahre kennt, so lange bin ich in St. Gallen tätig, kürzlich zu mir gesagt, Herr Professor, ich habe noch nie einen Deutschen gesehen, der so gut Schweizerdeutsch gelernt hat wie Sie, obwohl ich ein Schweizer bin. Lassen Sie mich zuerst das komplexe Thema mit einigen Bemerkungen ansteuern, von unterwegs, auch aus diesem Saal. Ich war vor etwa 2 Monaten Zuhörer in diesem Saal, Klavierrezital Eugenie Kissin, ein wunderbarer, dramatischer, junger russischer Pianist. Er hat gespielt, wenn ich es recht in Erinnerung habe, Chopin und Rachmaninow. Und als ich ihn gehört habe, habe ich gedacht an meine beiden Lieblingspianisten, nämlich Michael Pletnev einerseits und Afanasiev andererseits. Und habe mir dazu jetzt einiges überlegt, auch zu Qualität und Innovation. Wenn Sie einen Normalpianisten sich anhören, wenn er zum Beispiel Schubert oder Chopin spielt, dann möchte er das qualitativ hervorragend, möglichst werknahe und werkgetreu spielen. Heute haben wir einen starken Wandel in der Musikszene, auch bei den klassischen Pianisten, ein Stück nicht mehr genau so zu spielen, wie es immer gespielt worden ist. Also es heretisch zu spielen. So kann man sich auch überlegen, was hat eigentlich die Klassik ausgemacht und was macht heute noch klassische Produkte aus? Wie zum Beispiel USM. Oder der Flügel, auf dem hier gespielt wird. Es ist fast immer die gleiche Marke, Steinway, ein amerikanisches Produkt, das hergestellt wird seit 100 Jahren und, darauf kann man sich verlassen, immer noch 1:1 aus der Vergangenheit in die Zukunft transportiert wird und allenfalls leichte Qualitätsverbesserungen erfolgen können. Und ein Pianist kann auch versuchen, möglichst akkurat, nicht wahr, ein Stück zu spielen, so wird das Stück 1:1 aus der Vergangenheit in die Zukunft transportiert. Verfeinern qualitativ. Die heretische Spielweise ist eine völlig andere. Man versucht etwas ganz anderes aus dem Stück, das notiert ist, zu machen. Und Pletnev macht etwas anderes. Und Afanasiev, insbesondere wenn er Schubert spielt, verändert das Stück, Schubert, die zweitletzte Sonate, so, dass Sie sie nachher nicht mehr erkennen. Das eine erste Vorbemerkung. Eine zweite Vorbemerkung. Gestern habe ich mit meiner geschätzten, lieben Gattin Reben geschnitten am Haus. Diese Reben, das sind übrigens Bezeicherli, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Ich mag die Trauben, aber die meisten Leute essen die gar nicht. Da habe ich mir überlegt, mit dem Wein, nicht wahr? Ich meine, wenn Sie die überkommenen Bordeaux nehmen oder die Chiantis, dann haben Sie hier feste Qualitätsvorschriften. Und die Vinifikation kann versuchen, mit diesen Qualitätsvorschriften das Optimale aus Rebsorten, aus der Lage und der entsprechenden Vinifikation herauszuholen. Qualität, nicht wahr?
Man kann aber auch neue Weine erfinden, neue Mischungsverhältnisse. Und man kann nicht nur die Reben neu pflegen, neue Schnitte, man kann auch neue Rebsorten erfinden. Und ich muss gestehen, als ich in Bamberg in Bayern tätig war, hat es mich ein bisschen irritiert, dass dort die Müller-Thurgau-Rebe eine verpönte Rebe ist. Das war eine neue Rebsorte, die in Tägerwilen im Kanton Thurgau entwickelt worden ist. Und fast alle überkommenen Rebsorten in Bayern, insbesondere im Frankenland, verdrängt hat, weil sie pflegeleicht ist, viel Ertrag hat und winterfest ist. Es können nicht nur Varianten, nicht wahr, entwickelt werden, sondern auch komplett neue Rebsorten. Und ich würde mal so sagen, als erstes Ansteuerung meines Themas, es handelt sich um eine Innovation, wenn wirklich etwas Neues, was die Technik oder was das Produkt, was Design, was Funktion betrifft, entwickelt wird. Etwas Neues. Und wenn man von Qualität spricht, dann handelt es sich um die Verbesserung einer schon bestehenden Option. Ich möchte das an einem letzten Beispiel illustrieren, wie ich das versuche anzugehen aufgrund der Herausforderung dieses Vortrages. In Bamberg habe ich versucht, mich auch ein bisschen an Auktionen mit alten Meistern zu befassen. Der Restaurator, der mich gelernt hat zu sehen, hat gesagt, bei den alten Meistern kannst du die Qualität beurteilen. Du musst es lernen. Es wird nie jemand ein gutes Bild kaufen, der nie in einem Museum war und von ganz nahe immer die alten Meister betrachtet hat. Da gibt es Qualitätsunterschiede. Die Qualität eines Bildes ist entscheidend. Denken Sie nur mal als Beispiel, ganz wunderbare Qualität des Frühbarock, der Caravaggio zum Beispiel. Ungeheure Qualität in der Ölmalerei, nicht wahr? Und wenn Sie heute die moderne Kunst anschauen, dann versagt dieses Kriterium der Qualität häufig. Es ist zwar für Kenner schon vorhanden, aber heute spielt in der modernen Kunst die Innovationskraft eine Rolle. Das heißt, Sie müssen etwas bringen, was noch niemand gesehen und gemacht hat. Sie müssen sich überlegen, was ist noch nicht künstlerisch dargestellt oder in dieser Art und Weise künstlerisch dargestellt. Das heißt, Sie haben einen starken Wandel heute in der Gesellschaft vom Qualitätskriterium zum Innovationskriterium. Die Kreativität und die Innovationskraft von Unternehmen und von Volkswirtschaften sind heute im Wesentlichen gefragt. Wobei, wie gesagt, diese Spannung zwischen Qualität und Innovation versuche ich dann nachher beim Produktlebenszyklus noch einmal darzulegen. Nun, der Inhalt meiner Ausführungen sind dreifacher Art. Zuerst versuche ich zu sagen, wie aus der Sicht eines Wissenschaftlers es zu erklären ist, dass heute die Innovationskraft wichtig und entscheidend ist. Das Zweite, was das allerdings für unser privates Leben, für die Unternehmung und für das Management, auch für die Ordnungspolitik bedeutet, wenn die Innovationskraft wichtig wird. Und drittens, vielleicht noch ein paar Anmerkungen, was man jetzt da tun kann, was hier managen heißen würde. Lassen Sie mich zuerst etwas dazu sagen, warum die Innovationen heute so wichtig sind. Sie haben alle diese Abbilder in Erinnerung der afghanischen Frauen mit der Burka, mit diesem gefängnisartigen Kleid, was wie eine Glocke über die Frau gehängt ist. Es gab sehr viele Karikaturen dazu, wie im Sinne der Freiheit man diese Burka weggerissen hat und die Frau steht gewissermaßen ohne Gefängnis im Freien. Was hier demonstriert wird, ist das, was seit 300 Jahren in westlichen Gesellschaften mit großer Geschwindigkeit abläuft. Überall nimmt man den Leuten die Gefängnisse weg und die festen Gefäße
und sagt, jetzt bist du da, jetzt musst du halt selber schauen, was du machst, du musst dich selber unternehmen. Warum ist das so? Wir globalisieren ja, wenn wir überhaupt von Globalisierung zu reden gewillt sind, einen Wert. Der Wert heißt die freie, mündige, autonome Person im Zentrum von Märkten und von Demokratien. Wenn wir uns einmal fragen, was das für diejenigen Kulturkreise, die diese mündige Person nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern den Clan oder die Gemeinschaft oder die Verwandtschaft bedeutet, dann kann man sofort ersehen, dass es zwei Dinge sind, die wichtig sind, um die Mündigkeit und die Autonomie einer Person ins Zentrum zu stellen. Das erste ist, es braucht Optionen, sonst gibt es keine Autonomie. Eine Frau und ein Mann müssen Optionen haben in Bezug auf die Art und Weise, wie sie sich kämmen, was sie für eine Brille kaufen, was für ein Hemd anziehen, was für eine Kleidung. Schauen Sie sich an. Gesetzter Fall, wir wären vor 2 Jahren, gleicher Kongress in Afghanistan, alle wären gleich angezogen. Keine Freiheit in Bezug auf das sich herausschmücken für so einen Anlass. Und alle sind hier in diesem Saal unterschiedlich angezogen. Und zwar darum, weil alle Optionen im Schrank haben. Der durchschnittliche Mann, etwa 30 Jahre alt in der Schweiz, hat einen Kostümfundus heute zu Hause wie früher nur die großen Theater. Nämlich für 20.000 Stutzen, sagen meine deutschen Kollegen, hat er Kleider im Schrank. Durchschnittlich 20.000. Und jetzt muss er da hingehen, aber er kann ja nicht wählen, ohne dass er Auswahl hat. Oder? Das ist ganz entscheidend. Auch bei der demokratischen Wahl. Es ist unmöglich, eine demokratische Wahl mit autonomen Wählern durchzuführen, wenn es nicht einen Pluralismus von Parteien gibt und mehr Kandidaten als Sitze. Das ist demokratische Wahl, sonst gibt es keine autonome Wahl, wenn Sie entweder gleich viele Kandidaten wie Sitze haben oder nur eine Partei. Das Zweite, was natürlich entscheidend ist, dass niemand Ihnen zu sagen hat, was Sie zu wählen haben, zum Beispiel für einen solchen Anlass heute. Wenn jemand befehlen würde, was Sie zu wählen haben, was Sie anzuziehen haben, Tenue-Verordnung, nicht wahr? Dann sehen alle wieder gleich aus. Jetzt gibt es hier natürlich gewisse Eckpunkte, nicht wahr? Viele Krawatten, dann vielleicht hier und da jemand ohne, der Referent selbstverständlich eine Krawatte. Natürlich, aber es gibt auch eine sehr große Bandbreite von Optionen. Also das Zweite ist, wie gesagt, der zweite wesentliche Punkt, dass die Autonomie der Person in den Mittelpunkt gestellt werden kann. Keine Generäle, keine Obersten, keine Gewissheiten, etwa, was zieht Frau an? Frau zieht Burka an. Keine solchen tradierten Gewissheiten haben zu sagen, was die Einzelnen zu tun haben. Das heißt, in den überkommenen Schriften heißt das dann Emanzipation, sich herauslösen aus den alten, frosteten Gefäßen der Herkunft, des Standes, der die Zustände, die man einnimmt in der Zukunft, bestimmt hat und so fort. Ich habe gerade eine Notiz heute aus der Zeitung. Ich lese jeweils die Zeitungen im Zug, die ich gerade finde. Kaufe auch manchmal die Bilanz, ist ja kein Sponsor, oder Cash ist vielleicht einer, oder Facts, oder Spiegel, oder Focus. Es ist bei mir ein gewisses Problem, oder? Wenn ich diese Zeitschriften lese, dann ärgere ich mich über mindestens ein halben Dutzend Leute nachher, die mich überhaupt nichts angehen. Und das lasse ich dann wieder. Gut. Ja, lassen Sie mich noch dazu hinzufügen. Wir sagen an unserer Hochschule gerne unterdessen auch, nachdem die Ostschweiz offenbar ihr Image aufpoliert bekommt durch Schumi, sagen wir gerne auch, es gibt heute zu viele Leute, die sind bekannt, aber sonst gar nichts.
Und es gibt zu wenige Leute, die zur Kenntnis genommen werden. Die sind bedeutend, aber ganz unbekannt. Das ist schon in Bezug auf Simi und Schumi auch eine interessante Überlegung wert. Und gerade für uns Hochschulprofessoren, dass wir uns nicht wahr am Fernsehen sagen lassen müssen, dass ein Audi-Rennfahrer das Image der Ostschweiz aufpoliert. Gut. Also ich habe hier einen Zeitungsausschnitt, ein Baby nach Maß, heute aus dem Tagesanzeiger. Das britische Ehepaar Hashmi hat die Erlaubnis erhalten, ein Retortenbaby als Stammzellenspender für den schwerkranken Sohn 10 zu zeugen. Ich brauche das nicht auszuführen, das ist ein Spezialgebiet von mir, die Familie, die Gentechnologie, die Retortenzeugung, all diese Dinge. Was hier abläuft, ist exakt dasselbe, nicht wahr? Wie überall. Die autonome, mündige Person verlangt in Bezug auf Partnerschaften, in Bezug auf die Frage, wie man Kinder bekommt, in Bezug auf die Frage, mit wem man überhaupt heute zusammenleben darf, in Bezug auf die Namengebung und alles, was sie da anschließen, verlangt sie Wahlfreiheit und Wahlmöglichkeiten. Und alles, was auf uns zukommt, gerade in der Retortentechnologie und in der Gentechnologie, ist natürlich auch begründbar darüber, dass Frau und Mann, wenn sie heute Partnerschaften eingehen, nicht mehr gewillt sind zu sagen, Leute, Kinder machen und so, ja, das machen wir so, wie wir das immer gemacht haben. Ja, wie haben wir denn das immer gemacht? Oder? Über Hunderttausende von Jahren, wie der Steinway-Flügel, jetzt über 100 Jahre, über Hunderttausende von Jahren, hat man hier etwas eins zu eins von der Vergangenheit in die Zukunft hineingezügelt und hat immer gesagt auf die Frage, wie machen wir das? Ja, da machen wir so, wie wir da immer gemacht haben. Und dann haben die Kinder mal nachgefragt, wie hat man das immer gemacht? Dann gab es ein bisschen ein Stocken vielleicht, aber irgendwann hat man dann versucht zu erklären, dass Mann und Frau irgendwie zusammenkommen müssen, dass es Kinder gibt. Und heute, ich habe eine Tochter, die hat sich gerade im Jus-Studium auch mit diesen neuen Nachregelungen juristischer Art beschäftigt. Sie hat zu mir gesagt, wenn dann meine Kinder mal zu dir und du bist Opa kommen, dann werden sie dir vielleicht sagen, Opa, das waren noch Zeiten, wie ihr Kinder gemacht habt. Gut, ich meine, das ist ein drastisches Beispiel, was natürlich auch bei den Produkten passiert. Was für Produkte gibt es heute noch? Überlegen Sie sich, in Ihren Bereichen, wo Sie sagen, wie jetzt USM als schweizerisches Beispiel oder Steinway oder vielleicht Cola, wo wir klassische Produkte haben und das ganze Personal sagt auf die Frage, und wie machen wir das in der Zukunft? Ja, das machen wir so wie immer, nur leichte Verbesserungen. Etwas mehr Qualität vielleicht. Gut, heute haben wir eine innovationsfreudige, dynamische Gesellschaft, die auf die Frage, wie machen wir das, sagt, wir vergessen, was war. Wir wollen die Dinge anders machen, think different, und wir wollen sie besser machen. Nicht? Anders und besser. Und unsere Management-Lehrbücher, die Studierenden en masse kaufen, sie haben ja dort auch die Multi-Optionsgesellschaft mit den entsprechenden Rezepten, oder? Die haben immer ein gleiches erstes Kapitel. Das erste Kapitel heißt, verlerne, was du gelernt hast, vergiss, was war. Und das zweite Kapitel heißt, erfinde das, was du willst, neu. Jetzt müssen wir zum zweiten Punkt kommen, was das heißt, etwas neu erfinden. Die Innovationskraft, was das für eine Konsequenz hat. Ich möchte nicht davon reden, dass es riskant ist, oder alles Neue ist riskant, das ist klar. Ich rede auch nicht davon, dass es Exklusionsdrohungen gibt, dass Leute ausgeschlossen werden, eine eigene Geschichte. Ich rede davon, dass daraus eine erhöhte Ungewissheit, was die Zukunft auf uns zubringt, resultiert. Nicht wahr, wenn ich hier den zweiten Artikel, auch heute aus dem Tagesanzeiger, Geheimnis des Tango, Kulturseite. Übrigens sage ich immer, ne, das, ich sage es gerne an dieser Stelle, wer heute Börsengeschäfte machen will,
der schaut ja auch gescheiter die Kulturseite an, in der Zürcher Zeitung und im Tagesanzeiger als die Börsenseite. Auf der Börsenseite kann er nur entnehmen, dass die Kurse, die Kursschwankungen immer volatiler werden und dass niemand mehr eigentlich vorausnehmen kann, was morgen an der Börse, insbesondere mit seinen Aktien, die er selber hat, passiert. Sie haben ja das gleiche Problem, wie wenn ich jetzt hier auf dieser Seite lese, das Pariser Gotham Project hat dem Tango neue Schritte beigebracht. Für die elektronischen Beats und Sounds war der Basler Christoph Müller besorgt. Neue Schritte beigebracht, nicht wahr? Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben noch wie ich Tanzunterricht genossen, den Tango gelernt, wie er halt klassisch üblich damals in den Tanzschulen gelernt worden ist. Jetzt sagen Sie auf die Frage, wenn ein Tanzanlass ist, es wird Tango gespielt, dann ist es keine Frage, wie der getanzt wird. Er wird so getanzt, wie er immer getanzt worden ist. Und wenn die Leute sich daran halten, wie er immer getanzt worden ist, haben sie die Sicherheit, dass er in alle Ewigkeit so getanzt werden wird, wie er getanzt worden, gelernt worden ist. Jetzt wird hier der Tango neu definiert, neu erfunden. Jetzt nehmen wir mal an, überall sagen junge, innovative Leute, wir halten uns nicht mehr daran, wie der Tango getanzt wird, sondern wir vergessen, was war. Wir erfinden die Schrittfolgen im Tango neu. Was resultiert daraus in der Zukunft? Sie können, wenn Sie auf Tanzplätze kommen, nicht mehr vorausnehmen, wie der Tango getanzt wird. Und Sie können, wenn Sie eine Partnerin haben und Sie gehen mit ihr aufs Parkett, nicht mehr vorausnehmen, wie jetzt Ihre Partnerin, wenn Sie sich nicht wieder abstimmen miteinander, diesen Tango tanzt, wenn angesagt wird, jeder improvisiert den Tango auf seine Art und Weise. Und wenn wir uns mal überlegen, was das Wort Individualisierung und Differenzierung und die IKG, jeder muss sich selber aufblasen und sich selber werden und von den anderen unterscheiden, eigentlich heißt, dann heißt es, jeder muss den Tango so tanzen, wie er ihn tanzen möchte. Er muss innovativ sein, unternehmerisch sein, er muss die Welt versuchen zu verbessern, er muss die Produkte versuchen zu verbessern, er muss seine Mitmenschen versuchen zu verbessern und der letzte Punkt ist, er muss sich selber andauernd auch selber auf seine Art und Weise verbessern. Gut, das heißt also mit anderen Worten, es resultiert aus dieser Innovationskraft in einer modernen Gesellschaft, eine außerordentliche Ungewissheit, was die Zukunft betrifft, in Bezug auf, wie verhalten sich die Nationen, die Kontinente, die Länder, die Regierungen, die Unternehmen, die Mitarbeiter und wie verhalte ich mich eigentlich selber. Auch das wissen wir heute manchmal nicht mehr so genau. Es gibt hier ganz hübsche Beispiele. Etwa wenn Sie sich überlegen, was Sie, um bei diesem Kleidungsbeispiel zu bleiben, was Sie am nächsten Tag anziehen zu einer bestimmten Veranstaltung. Am anderen Morgen überlegen Sie sich das noch dreimal anders, wenn Sie sich anschauen im Spiegel und denken, so sollte ich aber heute nicht aussehen. Nicht was? Sie werden sich selber... Es gibt ein schönes Buch von Hertha Müller, heute wäre ich mir lieber nicht begegnet. Oder so schaut man sich dann manchmal... im Spiegel an, dann wechseln Sie Ihre Garderobe noch zwei oder dreimal, bevor Sie aus dem Haus gehen, um sich fit zu machen für diese Bühne. Sie werden sich selber unberechenbar, nicht wahr, in Bezug, nicht nur in Bezug darauf, wie Sie sich anziehen. Die Börse ist übrigens ein schönes Beispiel. Ich habe mit dem Konrad, kennst du, Hummler, hier und da Gespräche darüber. Er meint immer noch, er könne nicht so recht erklären, woher die erhöhte Volatilität an der Börse rührt. Für mich ist es sonnenklar, woher sie rührt, oder? Ja, ganz klar. Ne? Je individualisierter die Trader handeln an der Börse, desto weniger können sie vorausnehmen, was an der Börse morgen geschieht. Das heißt, je autonomer sich die Leute gebärden, auch wenn sie an der Börse tätig werden, zum Beispiel wie mein Friseur, der mir letztens die Haare geschnitten hat, und mich gefragt hat, ob der Herr Professor auch hier und da ein bisschen trade an der Börse. Dann habe ich gesagt, ja, man muss wenigstens wissen, was da vorgeht. Nicht gesagt habe ich, dass ich ABB-Aktien habe. Gut, naja. Also, ist ja ein Sponsor hier. Gut, dann hat...
dann habe ich den Friseur zurückgefragt, ob er trägt. Er hat gesagt, er hätte gerade das Internetpaket gekauft, wo er direkt sich in die Börse einloggen könne und Aktien für Blue Chips kaufen und verkaufen könne. Da habe ich gefragt, was kaufen denn Sie? Da hat er gesagt, ich kaufe nur nach Brands. Da hat er gesehen, dass ich etwas irritiert ihn angeschaut habe. Ne? Da hat er gesagt, kaufen Sie denn nicht nach Brands? Habe ich seit Aktien nicht, aber eigentlich haben Sie recht. Ich kaufe Anzüge, Socken, Brillen, vielleicht Autos. Alles nach Brands, sehr viel nach Brands. Oder? Das sind Orientierungspunkte in der Zukunft, Brands. Brands heißt nach Marken. Ich halte mich an Marken. Da habe ich gesagt, ja, schauen Sie, wenn Sie doch sich überall sonst an Marken halten, warum machen Sie denn in der Börse nicht dasselbe und halten sich einfach an Marken? Da habe ich gesagt, was kaufen Sie denn jetzt? Da hat er sich zurückgedreht, hat die Augen fast verdreht, hat gesagt, Sun Microsystem. Das findet ein super Brand, oder? Super Brand. Jetzt habe ich gesehen, dass es im Internet eine Firma gibt, die versucht, Aktiengesellschaften, die an die Börse wollen, zu branden. Weil sie sagen, es gibt immer mehr Leute, die an der Börse nicht nur nach Brands kaufen, sondern nach astrologischen Vorstellungen, oder? Oder nach Partituren. Der David Lynch aus den USA hat 2 Bücher geschrieben. Also mit anderen Worten, oder je bizarrer und autonomer die Leute an der Börse sich verhalten und sich nicht mehr an die Lehrbuchweisheiten, die oben an der Hochschule gepredigt werden, halten. Wann kaufen, wann verkaufen. Wobei sie ja die Beratungspflichten da der Banken ja auch ein bisschen, wie ich ein Problem finde, weil die... Wir sagen immer, man könnte dort eine Sprechmaschine, nicht wahr, an die Apparate setzen und sie fragen, was soll ich machen mit Versicherungswerten und Bankwerten? Die sagen seit Jahren alle immer einfach dasselbe, oder? Halten. Halten, oder? Das ist, gut, das sind die überkommenen Geschichten, aber... Gut, ich fasse zusammen, die Konsequenz, nicht wahr, einer erhöhten Innovationsbereitschaft und Kraft einer Volkswirtschaft und auch der Leute in ihr, die führt dazu, dass das Unberechenbare zunimmt, weil das Neue und Andere zunimmt. Was ist neu, oder? Muss man sich mal genau überlegen. Neu ist etwas per Definition nur, wenn es nicht voraussagbar ist, sonst wäre es nicht neu. Wenn wir Neues wollen, wollen wir nicht Voraussagbares. Und so hat mein Vater selig schon recht, wenn er sagt, wir leben in einer schwierigen, aber interessanten Zeit. Und ich sage meinen Kindern, ihr lebt in einer noch schwierigeren, aber vermutlich noch interessanteren Zeit. Die Interessantheit rührt daraus, dass jeden Morgen haufenweise Neuigkeiten auf uns zupurzeln, die wir nicht vorausnehmen konnten. Gut, jetzt komme ich zum dritten Punkt. Was kann man jetzt in dieser Situation tun? Ich behaupte ja, jetzt steht eine neue Art von Management an. Management heißt heute Management der Ungewissheit der Zukunft, was natürlich die Banken und Versicherungen im Prinzip schon lange machen. Management der Ungewissheit der Zukunft oder der Riskanz der Zukunft. Ich nenne das Kontingenzmanagement. Kontingenz heißt, das was ist, könnte auch anders sein und heute kann alles 10-mal, 20-mal, 30-mal anders sein und ich muss versuchen, mich in diesem Anderssein irgendwie zu bewegen. Gut, ich glaube, dass es heute möglich ist, doch Muster in die Zukunft hinein zu erkennen. Oder? Entscheidend ist, wenn die Zukunft eine schwarze Wand ist, wie der Philosoph Lübbe sagt, oder wenn sie kontingent und volatil wird, dann muss man versuchen, trotzdem Muster oder Patterns in die Zukunft hinein zu erkennen. Das ist nun durchaus möglich, wenn man sich überlegt, was heute Trends bedeuten, was heute Brands oder Marken bedeuten. Und was heute Lebenszyklen von Produkten oder das Timing von Trends und Brands betrifft. Ich möchte schnell auf diese 3 Punkte in wirklich ganz einfacher Art und Weise eingehen. Nehmen wir mal an, Sie sind vor 20 Jahren Ski gefahren, wie ich habe das noch in Erinnerung, vor 30 Jahren gab es einen Skilift und oben haben Sie gefragt, wie komme ich jetzt runter? Da hat oben der Pistenwart hat gesagt, die Piste ist ausgestreckt, alle schön hier fahren, alle runter.
Es war absolut berechenbar. Ein Skilift, alle mit dem gleichen Skilift und die Piste, die ausgesteckt war. Heute kommen sie auf einen Berg. Oben steht vielleicht noch ein Pistenwart. Und auf die Frage, wie komme ich runter, sagt er, ja, um Himmels Willen, wir haben 360 Grad Piste. Das ist ihre Sache. Sie müssen halt schauen, wie sie da runterkommen, oder? Das ist heute das Geschäft. Sie müssen halt schauen, wie sie da runterkommen. So, was machen Sie jetzt da? Schauen, wie sie da runterkommen. Sie schauen. Sie nehmen ein Scanning, ein Monitoring der 360 Grad vor. Und das Erste, was Sie schauen, ist, wo sind da Leute? Wo fahren da Leute? Dann sehen Sie plötzlich Operationsräume, wo 100 Leute fahren. Und dann sagen Sie zu Ihren Kindern oder zur Frau oder zur Gruppe, sagen Sie, du, da tunen, schau mal, da fährt die ganze Gruppe, da ist sicher eine erprobte Sache, wir fahren dort auch. Wir fahren dort auch. Ne? So, jetzt dasselbe, ich war wieder an einer kleinen Auktion, da gab es vorher die Ausstellung der all dieser verschiedenen Dinge. Sie sind zum ersten Mal in diesem Haus, riesiges Ausstellungsgelände. Sie stehen da etwas orientierungslos und fragen sich, was soll ich da tun? Was machen Sie? Das Gleiche wie auf dem Markt in St. Gallen. Sie schauen mal, wo sind da Leute? Und da gehen Sie auch hin. Und dann haben Sie natürlich einen der Effekte der freien Marktwirtschaft, ich möchte nicht darauf eintreten, dass es keine Markträumung gibt. Natürlich nicht, oder? Es gibt immer mehr Knochen als Hunde, hat der... Entschuldigung, das habe ich falsch gehört. Das sagt der überzeugte Marktwirtschaftler, sagt Liberale, es gibt immer mehr Knochen als Hunde, alle kriegen einen Knochen. Man kann es aber auch, wie Luther es schon gesagt hat, so sagen, es gibt immer mehr Hunde als Knochen. Und zwar hat er damit gemeint, wenn an einem Knochen zwei oder drei oder vier Hunde sich aufhalten, dann stürzen sich alle anderen Hunde auch auf diese Knochen, weil sie meinen, das sind die Knochen, die muss ich auch haben. Oder? Also haben sie keine Markträumung. Es ist aber ein anderes Thema, aber hochinteressant, auch für eine Liberale, für Liberale, sich das einmal zu überlegen, was das bedeutet für Erwerbsmärkte, für Partnerschaftsmärkte, für Freundschaftsmärkte und für Heiratsmärkte. Wenn die Leute autonom und frei wählen können und es gibt überall Sortimente, dann haben sie, na ehrlich, das ist die Exklusionsdrohung, dann haben Sie keine Markträumung. Das ist doch klar, moderne Gesellschaften müssen sich überlegen, was machen Sie mit jenen, die wollen und wollen und wollen und bieten sich an und möchten wählen und gewählt werden und niemand will sie, weil es keine Markträumung gibt. Oder? Viele Menschen in unserer Gesellschaft können vieles aus sich machen. Nicht wenige können sogar noch einiges aus sich machen. Aber ich behaupte, es gibt viele Menschen, die sind durch diese Autonomie auch überfordert. Die können ganz wenig oder gar nichts aus sich machen. Und die haben dann das Schwert, nicht wahr, über sich. Keine Markträumung und niemand will sie. Gut, also die Operationsräume. Also Trends sind einfach die Operationsräume, wo sich die Menschen bewegen. Und die Trends, die halten auch an, oder? Wenn sich die Leute kontinuierlich immer jetzt alle sehen, das ist ein Operationsraum, wo die Leute fahren, haben sie dort eine ausgefeilte Piste schlussendlich und sie haben irgendwann natürlich dort auch die Überfüllung, sodass die Leute sagen, jetzt haben wir genug. Jetzt suchen wir etwas anderes. Alle sitzen in diesem Restaurant, alle fahren hier Ski, oder? So stellen sich neue Trends, wenn Sie so wollen, ein. Und diese Operationsräume, die werden nun auch ausgemacht von all jenen, ich habe es gerade heute Morgen wieder gedacht, als ich auf den Bahnhof gelaufen bin, da stehen Plakatwände in St. Gallen. Oder? Wo stehen die Plakatwände? Es ist doch ganz einfach, was die Plakatgesellschaften ausmachen. Sie fragen sich, wo laufen die Leute durch, wo sind die Operationsräume der Leute? Dort stellen sie ihre Plakate. Und überall ist Werbung und Marketing. So bis hinein ins Internet mit den Bannern, Wimpeln und Flaggen. Man schaut, wo laufen die Leute, was locken sie, was schauen sie an, welche Seiten sind viel besucht, welche Lokale, welche Filme und so fort. Und dort stellen sie ihre Marken, ihre Logos, ihre Banner, ihre Wimpel und ihre Flaggen.
Also das ist die Orientierung, die uns Brands geben, was die Zukunft betrifft, indem Brands in der Regel, wenn sie klug gestellt sind, dort gestellt sind, wo Operationsräume der Leute sind, wo Trends sind. So, und jetzt komme ich zum dritten und zum wichtigen Punkt, der betrifft die Produkte selber. Oder die Produkte, wie auch die Trends übrigens und auch die Marken, die durchlaufen alle Zyklen. Das heißt, Trends haben ein Timing. Sie haben einen Beginn, einen Höhepunkt und sie flachen wieder ab, von Ausnahmen abgesehen. Und jetzt, wenn Sie sich Produkte mal überlegen, dann kann man sich einen Zyklus eines Produktes, wenn er zum Beispiel beginnt, vorstellen, dass er natürlich in die Zukunft hineinreicht. Die Produkte erscheinen nicht und verschwinden wieder. Viele davon bleiben und durchlaufen einen Zyklus in die Zukunft hinein. Und jetzt der typische Zyklus eines Produktes. Ich habe hier die Halbtageskarte. Ne? Das ist nachgebildet der Zahlungstechnologie, die vor etwa 30 Jahren erfunden worden ist, Plastikgeld. Wenn Sie sich überlegen, was das für einen Zyklus durchmacht, dann haben Sie einen prototypischen Zyklus, den viele Produkte durchlaufen. Es gibt zuerst die radikale Innovation, die Sie nicht vorausnehmen können. Oder? Das war etwas Neues. Neues nur, weil Sie es nicht voraussagen können. Die Innovation hat sofort eine hohe Marktpenetration erreicht. Das heißt, sie hat den Markt durchdrungen. Es wurde ein gefragtes Produkt. Und dann entsteht das, oder? Was im Titel meines Referates auch steht, Optionen. Sobald die Unternehmen sehen, dass das ist etwas, was läuft, oder? Von dem Moment an entwickelt sich ein Optionenschwarm. Es werden Varianten gebildet. Und Varianten können gebildet werden, indem man die Produkte qualitätsmäßig verbessert. Oder? Das heißt, bei der radikalen Innovation, die erste Karte, die kam, war das Qualitätsproblem nicht das gleiche wie beim Optionenschwarm. Bei den Optionen kann man etwas herausholen, wenn man Varianten macht, die sind in der Qualität besser als das, was es gibt. Brotsorten, nicht wahr? Wie bei den Rebsorten, Brotsorten, es gibt die Neuerfindung eines Brotes, es schlägt ein auf dem Markt und dann alle Bäckereien ziehen mit Varianten dieses Brotes nach, wenn sie sehen, die Leute wollen dieses Brot, es ist ein Operationsraum, wo die Leute durchströmen. Ne? Dann kann man das Brot verbessern und kann sich abheben von seinem Konkurrenten durch eine bessere Qualität. Und was ist das Letzte? Wenn Sie so viele Optionen haben an Karten, dass die Leute der Karten müde sind. Die Amerikaner lassen dann 100 Karten herunterrasseln im Supermarkt. Überall Karten. Dann kommt Citibank, oder? Das war die erste, vor etwa 20 Jahren. Citibank hat gesagt, jetzt entwickeln wir die Karte, die alle Karten enthält. Das sind die intelligenten Lösungen. Oder? Der letzte Durchlauf im Produktdurchlauf, also das letzte ist, sind meistens intelligente Lösungen. Das heißt Crossover-Lösungen, man versucht verschiedene Dinge miteinander zu verknüpfen. Das sehen Sie heute wunderbar an der Informatik. Drucker, PCs, Fernsehen, Radio, all diese Dinge, oder? Da gibt es überall gewaltige Optionenschwärme, dass da kein Durchkommen mehr ist und niemand mehr durchsieht, auch der Verkäufer nicht, der Ihnen sagt, wenn Sie ein Handy wollen, müssen Sie einen Liegestuhl mitnehmen, wenn ich Ihnen das erklären will. Das ist also, der Optionenschwarm ist so gewaltig, dass es ein Problem ist, oder? Was machen jetzt die Leute, die klugen Hersteller? Sie machen telematische Produkte, oder? Wo sie Informatik und Television und den PC und alles versuchen zusammenzuschließen. Intelligente Häuser, oder? Intelligente Geräte. Was sind intelligente Geräte? Intelligente Geräte ist natürlich ein Euphemismus, von Intelligenz zu reden. Es ist nur Verknüpfung Intelligenz in der Informatik. Ne? Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die überlegen sich einfach, was können sie noch mit was verknüpfen? Digital, mit Chips. Zum Beispiel Hose, noch nicht verknüpft mit etwas, oder? Was können wir da machen mit Hose? Ne? Hose und irgendwo verknüpfen mit irgendetwas, wie, oder? So wird der Vorgang, Crossover, alles irgendwie verknüpfen und am Schluss wird gesagt, intelligentes Produkt. Ne? Ich nehme das Nächste, was ich hier gerade bei mir trage, die Swatch. Sehen Sie diesen Zyklus auch? Swatch 82 entwickelt, ich habe alle gekauft, damals, weil wir in Deutschland waren für meine Kinder. Sind heute auch nichts mehr wert. Warum?
Sammelobjekte waren sie bis zu dem Punkt, wo der Optionenschwarm zu groß geworden ist. Es gibt heute 1000 Optionen, allein von Hayek. Es gibt x Konkurrenten, die bauen diese Swatch auch, vielleicht qualitativ sogar besser. Schauen Sie sich mal genau an, dann wissen Sie vielleicht, was ich meine. Und dann kam die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Uhr? Können wir in eine radikale Innovation irgendetwas Skin, nicht wahr, war der Versuch, die Skin Swatch, ist nicht durchgedrungen auf dem Markt. Dann hat man sich eine Zeit lang auf diese Geräte kapriziert, das sind intelligente Uhren. Verschiedene Materialien werden kombiniert miteinander und es wird versucht, so eine Mini-Casio zu machen. Ihr habt gerade gesehen, Vrist, eine neue Uhr von Casio, ist der Marktleader an intelligenten Uhren, oder? Die alles können, Fernsehen, Fotografieren, alles, was sie wollen, oder? Casio. Und das ist der letzte Punkt, den Swatch meines Erachtens versucht hat, intelligente Produkte, die als Keypass fungieren oder als Eintritt irgendwo, die Wecker sind und Piepser und weiß ich nicht was. Ne? Gut, aber man kann sich darauf verlassen, dass die nächste Uhrengeneration vor der Tür steht. Ich weiß nicht von wem, ich sage ja, oder? Wenn man es wüsste, wie man ein Produkt macht, wo alle Leute schlagartig sagen, das ist es, das muss ich haben, dass niemand auf die Idee gekommen ist. Das kann man nicht so einfach machen, weil das Neue nur neu ist, weil es nicht voraussagbar ist. Das heißt, Sie können nicht trendige Produkte einfach machen, sondern trendige Produkte, jeden Tag entstehen Produkte und einige erreichen ein Niveau, wo sich eine Szene, ein Milieu bildet und erst dann kann das Marketing, die Unternehmung versuchen, über Injektionen gewissermaßen dieses Produkt und das Produktumfeld zu stärken. Gut, wenn Sie jetzt diese drei Punkte noch einmal zusammennehmen, dann könnte es für einen lebensklugen Umgang, einen intelligenten Umgang mit der Ungewissheit der Zukunft darauf ankommen, erstens externes Wissen zu generieren und nicht internes Wissen. Wissen über das Umfeld und die Umwelt der Unternehmung. Peter F. Drucker, ein Management-Guru erster Klasse, hat gesagt, dass leider Gottes das sogenannte Knowledge Management, was im Übrigen auch aus dieser Situation rührt, viel Wissen, wenig Gewissheiten, also muss der Einzelne das versuchen zu managen, oder? Das ist Knowledge Management. Knowledge Management bezieht sich in den Unternehmen heute im Wesentlichen auf das Innere der Unternehmung, Controlling-Funktionen. Oder Brain Food. Wie schneide ich einem Mitarbeiter das, was er weiß, schön abgepackt, nehme ich es heraus, ziehe es heraus, packe es ab und gebe es den Mitarbeitern weiter. Aber Drucker sagt, entscheidend für eine Unternehmung ist heute die Generierung externen Wissens. Die Unternehmung braucht Leute auf der Brücke, die schauen, was passiert außerhalb der Unternehmung. Und was passiert außerhalb der Unternehmung, kann man jetzt auf zwei Punkte verkürzen, nicht wahr? Wo laufen die Leute hin? Wo sind die Operationsräume der Klientele, die uns wichtig sind? Und das Zweite, wo stecken die, die das auch beobachten? Die Wimpel, die Banner, die Flaggen und die Brands. Ne? So kann man sich orientieren. Und wenn jetzt dazu kommt die ganze zyklische Geschichte, dann heißt das, dass man dazunehmend auch muss eine Art Benchmarking, würde ich mal sagen, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt der Ausdruck hier genau der richtige ist, eine Art Beobachtung der Zyklen der Produkte, die ich selber in meiner Firma entwickle. Und jetzt kommt es natürlich, wenn man schon von Positionierung der Firma redet, entscheidend darauf an, ob ich mit meinem Produkt zwischen radikaler Innovation und noch nicht großem Optionenschwarm stehe. Dann kann ich mir natürlich sagen, ich mache damit, ich fahre Trittbrett und entwickle ein Produkt, was ähnlich liegt, aber besser ist, oder? Eine Variante, ich entwickle eine Variante. Wenn ich mich aber zwischen Optionenschwarm in der Beobachtung meiner Produktpalette oder was die anderen auch anbieten und intelligenten Produkten bewege, dann hat es keinen Sinn mehr, eine zusätzliche Variante zu entwickeln. Dann muss ich über intelligente Produkte nachdenken. Und gesetzter Fall, auch die intelligenten Produkte laufen mit Wucht an, wie heute in der Informatik.
dann stellt sich die Frage, und das ist das Schwierigste für eine Unternehmung, weil neu nur das ist, was nicht voraussagbar ist, sonst wäre es nicht neu und man kann nicht, auch nicht vorausnehmen, ob die Leute das annehmen. Dann steht die Phase der radikalen Innovation an. Aber das gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das ist manchmal nicht einmal so schwierig, sich radikale Innovationen auszudenken. Ich habe letztens zu tun gehabt mit Siemens in Bezug auf Hörgeräte, weil ja für die Hörgeräte, für Phonak natürlich auch ein Riesenproblem ist, dass sie, obwohl gleich viele Leute, ich sage mal, über den Daumen gepeilt schlecht hören wie schlecht sehen, die Leute das nicht kaufen und nicht wollen, Hörgeräte. Brillen, da sagen alle, nicht wahr? Kein Problem, ich sehe schlecht, ich brauche eine Brille. Sie haben bei Fielmann in Zürich, haben Sie Bahnhofstraße 83, ist immer ein schönes Beispiel für die Multioptionsgesellschaft, 18.700 Fassungen. Das können Sie in Zukunft in Bezug auf materielle Produkte, auch in digitalen Schaufenstern, alle wichtigen Dinge zusammenführen in Zukunft. Jetzt, wenn Sie sich nach Hörgeräten erkundigen, da sehen Sie überall, ich sage es jetzt mal wirklich etwas überspitzt, natürlich gibt es viele Versuche, sehen Sie im Prinzip diese fleischfarbenen Würmer. Ja. So, jetzt können Sie sich mal vorstellen, was für ein gewaltiger Markt, wenn an der Bahnhofstraße 83 zugleich daneben Hörgeräte Fielmann ist mit 18.700 trendigen Hörgeräten, wo die Leute sagen, wenn du dieses Hörgerät hast, wenn ich sie sehe, sage ich, wo ist das Hörgerät her, was ist das für eine Marke, so weiß will ich auch. Ne? Das ist bei der Brille der Fall. Das stellen Sie vor, ne? Gigantisch der Markt. Aber ich bleibe jetzt mal noch bei der Brille, was hier radikale Innovation bedeuten könnte. Es ist ein Steckenpferd von mir, so eine Art Trendmapping zu entwickeln. Der Herr Huber von Miele ist auch hier. Ich könnte ihn hier auf die Bühne bitten und dann würden wir lange über die Entwicklung von Kühlschränken und sich selbst kühlenden Wassern und weiß ich nicht was diskutieren. War eine schöne Diskussion, aber bei der Brille. Schon eine kurze halbstündige Diskussion mit meinen Studenten erbringt Folgendes. Dass 18.700 Fassungen Fielmann, Bahnhofstraße 83, Zürich, alles dasselbe ist. Alle haben Bügel hinter den Ohren und alle haben hier eine Klammer über der Nase. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ne, wie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eigentlich arbeiten müssten. Der Operationsraum für Bügel ist der ganze Kopf bis hierher. Oder? Die intelligente Brille fehlt weitgehend. Die verknüpft ist und gekoppelt ist, crossover mit anderen Geräten. Sie haben die Freisprecheinrichtungen. Können Sie Hörgeräte, Brille und weiß ich nicht was koppeln und so fort. Aber schon was die Träger betrifft, die Möglichkeiten liegen auf der Straße, nicht wahr? Was die Träger schon betrifft, können Sie sich ein, oder? Die 360-Grad-Piste, Sie können sagen, ja, Brille, wo soll ich sie anmachen am Kopf? Ja, da wo immer, hinter den Ohren. Ne? Sie können sich aber auch fragen, wo gibt es Möglichkeiten, die Brille zu befestigen irgendwie? Was für andere Möglichkeiten? 360 Grad Piste, ist doch klar, oder? Also manchmal staunt man wirklich, wie einfach und gleich die Lösungen dann trotzdem sind. So, und wenn jetzt eine Unternehmung, nicht wahr, über Generierung externen Wissens und gleichzeitig sich überlegen, was ihre Produkte betrifft. Ideal ist es natürlich, wenn sie Produkte hat, die sie will radikale Innovationen machen, hat aber gleichzeitig Kühe, nicht wahr, bei den Optionen, die Geld geben und kann gleichzeitig noch über Vernetzungen nachdenken. Das können die KMUs vielleicht nicht, das können vielleicht die Größeren machen, dann ist das natürlich ideal. Ne? Aber wenn sie sich überlegt, die Operationsräume und ihre eigenen Produkte, wie da, sich die da hineinlegen lassen, dann kann man heute über Trendmanagement, behaupte ich, und Kontingenzmanagement schon ein bisschen weiter kommen. Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen. Natürlich auch die ganze Motivationsgeschichte. Ich habe das in meinem Papier, das können Sie über Internet abrufen, habe ich ein längeres Papier dazu verfasst. Die Motivationstheorien, die sind ja heute äußerst vielfältig, oder?
Wer wagt es bei uns in der Wissenschaft schon noch einfach von Motivation zu reden, nachdem es seit 10 Jahren eine Literatur gibt, Sprenger und andere, die sagen, Motivation, der letzte Käse, den wir gehört haben in den letzten 10 Jahren. Jetzt werden neue Theorien aufgehört. Keine Demotivierungsbarrieren aufrichten und so fort. Also es ist eine Riesenliteratur. Eine Multioptionsgesellschaft haben Sie jetzt auch in Bezug auf Motivation. Ich persönlich kann nur sagen, diese Motivationstheorien, das ist nicht verlorene Mühe. Es gibt nun einfach unterschiedliche. Aber diese unterschiedlichen Motivationstheorien müssen halt je nach Situation, in der sich eine Unternehmung befindet, oder je nach der Position, in der sich ein Produkt befindet, auch unterschiedlich dann angelegt werden. Es ist wie beim Marketing. Es ist sinnlos, darüber zu streiten, ob Direct Marketing oder weiß ich nicht, was für ein Marketing heute das Entscheidende ist. Es kommt darauf an, ob ich bewerbe radikale Innovationen, ob ich Varianten bewerbe oder intelligente Produkte. Und je nachdem muss natürlich die Werbung eine andere sein, so wie die Werbung, das können Sie auch im Face-to-Face, im Umgang mit Ihren Mitarbeitern oder Freunden besprechen, die Bewerbung einer Person ist, wenn man sie zum ersten Mal sieht, eine völlig andere, als wenn Sie sie schon lange kennen, nicht wahr? Das ist doch einfach ganz, ganz klar. Von daher sind all diese unterschiedlichen Konzepte, die wir haben im Management, im Marketing, in der Motivation und so fort. Ja, kein Sinn, darüber zu streiten, ob das wichtig ist oder das wichtig. Es könnten alle wichtig sein, wenn man sie adäquat einsetzt. Adäquat einsetzt heißt entlang der Entwicklung eines Produktes und der entsprechenden Umgebung, die die Mitarbeiter dann bilden. Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen. Der Herr Segetzi hat ich glaube, das haben wir auch einmal besprochen, es wird ja immer über Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen gesprochen. Es ist auch hier eines der Referate, heute Nachmittag geht es wieder um Schlüsselkompetenzen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ich habe mal an einer ERFA-Gruppe Ingenieure kurz dazu interpelliert, ob sie, wenn sie schon über Schlüssel und Schlüsselkompetenzen reden, auch schon über das Schloss nachgedacht hätten. Und dann haben die mich etwas irritiert angeschaut. Und das ist auch in der Bildungsdiskussion so. Es wird andauernd über Schlüsselkompetenzen geredet. Und ich behaupte nun, der Kulturwissenschaftler oder der Sozialwissenschaftler oder der Trendforscher, die versuchen das Schloss, nicht wahr, zu schildern. Die Produkte, die sie entwickeln und die Dienstleistungen, das sind eine Art Schlüssel in ein Schloss. Und es hat keinen Sinn, 10.000 Dinge zu entwickeln und nachher einfach wild zu probieren, ob das irgendwie in ein Schloss passt. Das können nur die ganz Großen. IKEA zum Beispiel. Die Möbel weltweit überall aufbauen und irgendwo, wie jetzt in Peking, klappt es, weil es dort eine Anbindung gibt an die überkommene Wohnkultur. Hätten Sie aber auch früher herausfinden können, wenn Sie sich über das Schloss Gedanken machen würden, oder? Und würde gerne etwas darüber schreiben, eine Theorie der Berührung. Wie bringt man es zustande, dass ich etwas habe, das berührt und trifft oder rührt die Menschen? Oder sie sagen ganz einfach, das passt, das passt. Das ist die wichtige Frage und ich hoffe, meine Damen und Herren, meine Anmerkungen, meine kreisenden, meine Iterationen haben vielleicht Ihnen einige Hinweise gegeben, wie Sie das selber, was hier ein Wissenschaftler, wie ich angekündigt worden bin, gegenüber der Praxis entwickelt hat, wie Sie das selber umnutzen könnten. Ich bedanke mich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine schöne praktische Übung jetzt am Buffet. Multioptionsgesellschaft. Luther, es gibt immer mehr Hunde als Knochen. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Professor Gross. Ich muss sagen, ich habe mir kürzlich eine Brille gekauft. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, ob es der richtige Entscheid war. Bisher war ich zufrieden. Marke. Also Sie haben es schon angesprochen. Nein, zuerst noch was, Hörgeräte. Wir haben für die französisch sprechenden Teilnehmer noch so ein paar Hörgeräte. Wissen Sie, die grauen Dinger, da kommt französische Sprache raus, wenn wir hier Deutsch reden. An den Ausgängen hat es noch. Das haben nicht alle bekommen. Nun, also Herr Professor Gross hat es gesagt, wir sind im Trainbasepri, wir haben jetzt eine Multi-Options-Lunchtime. Nicht nur mit dem Buffet, sondern auch um Viertel nach schon hier wieder Lunch-Sessions. Und wer will, kann jetzt auch noch auf der Promenade am See spazieren. Und ich hoffe, dass mit diesen vielen Optionen wir Ihnen genug Motivation gegeben haben, dass Sie um 2 Uhr wiederkommen. Ein guter Miteinander.